um Jahre später zurückzukehren? Jetzt wirklich kahlköpfig? Bis auf eine Perücke aus Blut und Tränen und Fingern? Mit Mutter schließlich fickten und das letzte fantastische Buch aus dem Fenster geschleudert war und die letzte Tür um 4 Uhr morgens verschlossen und das letzte Telefon als Antwort an die Wand gefeuert, mit dem absoluten Herzen des Gedichts, des Lebens, herausgerissen aus ihren eigenen Leibern. Nahrung genug für 1000 Jahre. Eine weitere wesentliche Unterscheidung von Werk- und Dienstleistungsvertragsverhältnis liegt darin begründet, dass der Werkvertragspartner das Werk in der Regel mit seinen Mitteln und Ressourcen herzustellen hat und weder Arbeitsplatz beim Auftraggeber noch das Recht zur Nutzung des Labore, Maschinen und Personal erhält. Moloch, Einsamkeit, Dreck, Hässlichkeit, Mülleimer und unerschwingliche Dollars. Angstschreie von Kindern unter den Treppen. Schluchzende Jungs in der Armee, alte Männer, weinend in den Parks. Moloch, dessen Bewusstsein eine reine Maschine ist, in dessen Adern Geld fließt. Moloch, dessen Finger Zehen Armeen sind. Moloch, dessen Augen 1000 blinde Fenster sind, dessen Fabriken qualmen und röcheln im Smog. Moloch, dessen Liebe ein Ozean von Öl und Stein ist, dessen Seele Elektrizität ist und Banken. Moloch, in dem ich einsam sitze, verrückt in Moloch, Schwanzlutscher in Moloch, ohne Liebe und Freundschaft in Moloch. Moloch, Moloch, Roboter-Apartments, unsichtbare Vorstädte, dämonische Industrien, gespenstische Nationen, unüberwindliche Irrenhäuser, Granitschwänze, monströse Bomben. Sie brachen sich das Kreuz, als sie Moloch zum Himmel erhoben. Straßenpflaster, Bäume, Radios, tonnenschwer. Träume, Anbetungen, Erleuchtungen, Religionen, die ganze Schiffsladung empfindsamer Scheiße. Sie verabschiedeten sich, sie sprangen vom Dach, in die Einsamkeit, winkend, mit Blumen in den Händen, hinunter zum Fluss, hinaus auf die Straße. Die vereinbarte Vergütung stellt einen Marktwert des Werkes dar, der dementsprechend zu ermitteln ist, häufig auch durch einen zum Beispiel an tariflichen Vergütungssätzen, Gebührenordnungen und ähnlichen orientierten Stundensatz beschrieben werden kann.